folgt die Weihnachtsansprache des Kaffeebärchen, also eigentlich des Bundeskaffeebärchen. Vielen Dank, dass ihr dieses Video schaut, beziehungsweise auch, dass ihr meinen Kanal abonniert habt und übers Jahr hinweg meine Videos verfolgt habt. Wie kam es dazu, dass ich diesen Kanal gestartet habe? Genau vor einem Jahr hatte ich einen massiven Achillessehnenriss, der mich zu einer OP und dann zu einigen Ruhepausen zwang. So hatte ich am Wochenende relativ viel Langeweile und dachte mir, ich starte einfach mal den Kanal. Auch weil ein Freund sagte, ich finde deine Videos bei YouTube nicht, mach doch mal bitte einen Kanal. Dieser Aufforderung bin ich gerne nachgekommen, beziehungsweise ich hatte ja auch Zeit und habe mich da bei YouTube mal probiert. Der Unfall zeigte mir aber auch, wie zerbrechlich alles ist. Ich hatte Glück, ich konnte nach 10 Wochen wieder halbwegs laufen und nach ca. 6 Monaten wieder halbwegs gut Sport machen. Das ging nur, weil mich die Familie unterstützt hat, denn Familie ist das Wichtigste im Leben. Wie gesagt, der Unfall zeigte mir, wie zerbrechlich alles ist. Das zeigte uns aber auch die letzten Jahre die Pandemie, aber auch die vielen Kriege in der Welt, nicht nur der Krieg in der Ukraine. Generell fühlt man sich hier wie Ameisen, die leicht zerquetscht werden können, im großen Uhrwerk des Lebens. Aber, ich wiederhole mich, macht das Beste daraus, Familie ist das Wichtigste und der Zusammenhalt in der Familie mit Freunden. Es gibt etwas Gutes in der Welt, wenn wir etwas daraus machen. Lebt jetzt und hier. Fragt euch jeden Tag, warum stehe ich auf? Was kann ich zu einer besseren Welt beitragen? Hört alles, glaubt nichts, interpretiert nichts. Wie sagte doch Rammstein früher einmal, tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klares Wasser will. In diesem Kontext wünsche ich euch geruhsame Weihnachten, friedliche Weihnachten, wo es geht. Und an die Politiker dieser Welt, könnt ihr einfach mal aufhören, Scheiße zu bauen und die Waffen schweigen lassen und den Leuten einfach was zu essen geben und den Leuten machen lassen, was sie wollen. Euer Kaffeebärchen.